Liebe Freunde, die wahre Liebe zu finden ist schwer. Manchmal glaubt man, sie gefunden zu haben und dann nimmt man einen früheren Flug nach Hause. Heute nimmt das Leben von Mitch eine unerwartete Wendung. Heidi? Wieso bist du schon zu Hause, Mitch? Und dann springen ihm aus dem eigenen Bad zwei Nackte entgegen mit verbundenen Augen wie bei seiner bescheuerten Magic Show. Und er fängt ganz neu an. Du kommst aus einer gescheiterten Beziehung und nun bist du ein verletztes Löwenbaby, das aufgepäppelt werden muss, damit es wieder in die freie Wildbahn ausgesetzt werden kann. Auf die Party, fertig, los! Ich möchte euch allen danken, dass ihr zum offiziellen Mitch Martin Freiheitsfestival gekommen seid. Da ist er, der sehr erfolgreiche, von ansteckenden Krankheiten verschonte Gentleman, der neben der Minibar steht. Von DreamWorks Pictures. Sie sind zwar nicht mehr die Jüngsten. Also das war eine Party. Willst du nicht, dass es immer so weitergeht? Aber sie sind entschlossen. Hau einfach gegen die blöde Glocke, du Feige. Die Party ihres Lebens zu schmeißen. Ich habe meiner Frau versprochen, heute nichts zu trinken. Einen Schluck nehme ich. Einen Schluck. Kommt, Leute, macht mit. Das geht dann wohl doch ein bisschen zu weit, findest du nicht? Das ist euer erster Test. Ihr fragt euch vielleicht, warum hängt ein Seil mit einem Betonblock an eurem... Frank, teilt dir deine Kräfte ein. Entschuldigung. Warum benehmen sich Männer wie kleine Jungs? Reiß ihm den Kopf ab! Weil sie es können. Das ist die stärkste Betäubungspistole, die es auf dem Markt gibt. Yeah! Ja. Wahnsinn. Old School. Wir lassen absolut nichts anbrennen. Sie sind ja verrückt, Mann.